Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einer neuen Folge Fußballschuh News. Und heute geht es um eine ganz besondere Folge und einen ganz besonderen Schuh für einen ganz besonderen Spieler. Die Rede ist vom Megatalent Moukoko, der jetzt bei Dortmund ja sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Und wer das Ganze verfolgt hat, hat auch gesehen, dass er sehr, sehr spezielle Fußballschuhe am Fuß hatte. Was es da auf sich hat und wie ihr an diesen Fußballschuh rankommt, erkläre ich euch heute. Und natürlich auch zahlreiche Zuschauereinsendungen. Also es geht auf jeden Fall wieder ab. Viel Spaß beim Video und let's go! Bevor wir ins Video starten, nur als kleiner Hinweis, wir haben hier nochmal zwei Nike-Schuhe, die aus dem Stream wissen, was es geht. Und zwar hier sehen wir zum Beispiel einen der Fußballschuhe für das kommende Gewinnspiel und der ist so krass. Hier habt ihr ihn, ihr kennt ihn hoffentlich noch, den Nike Superfly 7 Flash Crimson. Das ist dieser Schuh hier mit dieser kranken Chromsohle, den gibt es quasi in den kommenden Streams zu gewinnen, also seid auf jeden Fall am Start. Außerdem natürlich, ihr habt es gesehen, ein zweiter Fußballschuh, auch Nike, wird dann auch noch in den kommenden Tagen bzw. spätestens Anfang Dezember hier auf YouTube verlost. Jetzt starten wir aber in die neue Folge der Fußballschuh-News und ihr habt das Intro gehört, um welchen Ausnahmespieler, welches Ausnahmetalent es heute gehen soll. Und zwar um Youssoufa Moukoko. Der hat ja jetzt am Wochenende sein Debüt bei dem Spiel gegen Hertha BSC gemacht. Und da habe ich wirklich mehr als 100 Nachrichten von euch bekommen. Und zwar, als er eingewechselt worden ist, ist direkt jedem aufgefallen, sein Fußballschuh. Wir schauen uns mal ein Bild an, wo er hier den Platz betritt, beziehungsweise hier mit Axel Witzel, wo man sieht, okay, er trägt den Nike Vapor 13, aber in einem Colorway, wo man so definitiv noch nicht gesehen hat, in einem grünen, weißen Nike Swoosh und eine schwarze Nike Grafik. Sieht sehr cool aus, sehr, sehr viele von euch geschrieben, krass, Moukoko jetzt schon sein allererster Signature-Schuh. Wir lösen das Ganze gleich auf, was dahinter steckt. Die haben auch bei ihm in der Story sehr, sehr, sehr coole Bilder gefunden. Hier hat er einmal den Schuh um den Hals, wo man wirklich sieht, dass es ein sehr spezieller Fußballschuh ist. Und da steht auch über The Journey Begins, sprich von Nike, ein besonderer Fußballschuh für diesen Erfolg als jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten. Was natürlich ein riesen, riesen Erfolg ist, er löst ja nur die Scharien ab. Deswegen sehr, sehr krass auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch ein Bild, wo er den Schuh quasi gerade auf der Treppe anhat, wo man wirklich nochmal genauer sehen kann. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Colorway. Ihr könnt jetzt schon mal eure Meinung zum Moukoko Signature-Schuh, potenziellen Signature-Schuh, gerne mal in den Kommentaren da lassen. Was sagt denn ihr zu diesem Fußballschuh? Und wie gesagt, gleich kommt auch die Info, wie ihr an diesen Fußballschuh rankommt. Und jetzt aber erstmal die Info. Viele haben gefragt, was genau ist Nike mit Moukoko, was passiert da? Moukoko hat ja schon, ich glaube, als 14-Jähriger einen Vertrag unterschrieben, 10-Jahres-Vertrag bei Nike, über 1 Million Euro, das muss man sich mal vorstellen. Bevor er einen Profi-Vertrag unterschrieben hat, hat er schon bei Nike einen Vertrag gehabt. Und wenn alles gut läuft, kann er mit den Prämien bis zu 10 Millionen Euro bei Nike verdienen, was einfach nur extrem krank ist, anders kann man es nicht sagen. Aber er ist natürlich auch ein Ausnahmetalent, deswegen, ich gönne es jedem, vor allem liefert er auch wirklich ab, deswegen glaube ich, dass es Nike ganz gut gelöst hat, dass sie sich früher diesen Spieler gesichert haben. Aber jetzt am Fuß, wie gesagt, geht es ja um den Schuh und jetzt zeige ich euch mal, wie er an diesen Fußballschuh rankommt. Und zwar geht es hier um einen Nike by You Fußballschuh. Die, die im letzten Stream am Start waren, wissen, um was es hier geht. Und zwar habt ihr die Möglichkeit bei Nike, wir springen da mal gemeinsam rein, Fußballschuh selbst zu designen. Sprich, ihr habt da die Möglichkeit, einen Superfly oder einen Vapor beispielsweise auszuwählen. Bei Moukoko ist es jetzt beispielsweise der Vapor. Habt ihr die Möglichkeit, hier ein bisschen so die Designs auszuwählen. Und hier sehen wir auch schon das Design, was ungefähr auch Moukoko hat. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal nachzustellen. Gehen wir erstmal auf die Basis. Ich brauche natürlich hier als Beispiel, dass ich mich orientieren kann, auch den Schuh von Moukoko. Der hat hier, fangen wir mit der Basis an, die ist bei ihm in diesem sehr krassen Neongrün. Und der Swoosh ist weiß. Haben wir hier auch schon schön. Er hat ihn aber einfarbig, sprich die Akzente am Rand sind auch weiß, sprich dass es hier weiß bleibt. Auswahl übernehmen. Dann nehmen wir natürlich hier noch die mit Mercurial Grafik, die ist bei ihm schwarz, haben wir jetzt auch drin, übernehmen, die Schnürsenkel sind bei ihm grün, die müssen wir auch noch ändern, Schnürsenkel kann man hier ändern, Schnürsenkel auch grün haben wir, übernehmen und jetzt brauchen wir natürlich noch die Sohle, die hat er in grün, aber jetzt kann man mal genauer hingucken, er hat die Möglichkeit die vorderen Stollen, also die seitlichen hier sind bei ihm auch schwarz und die Möglichkeit haben wir, glaube ich, nicht. Doch, haben wir tatsächlich auch. So, das ist tatsächlich schon der Schuh von
Mokoko nachgestellt. Sprich, ihr könnt euch den Schuh auch ganz einfach quasi selbst erstellen. Und das ist quasi auch die Story hinter dem Fußballschuh. Hier geht es um Nike by You Schuh. Falls ihr im Stream dabei wart, da haben wir auch ein paar Fußballschuhe schon selbst erstellt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wie die kommenden Tage als Highlight-Clip online kommen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und das ist quasi ein spezieller Fußballschuh, den Nike für Mokoko ausgewählt hat für seine quasi jetzt kommende Reise in der Bundesliga. Definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema Mokoko und natürlich auch das Ganze mit dem Thema Nike. Bin mir auch sicher, dass es da in Zukunft wahrscheinlich auch mal einen Signature-Schuh für ihn geben wird, der nur für ihn dann möglich ist, weil das sieht ja bei Nike aus einem gewissen Generationswechsel. Deshalb bleibt das Thema spannend und wir behalten es natürlich auch im Auge. Falls sich da was tut, wisst ihr natürlich hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 wird es natürlich die Info geben. Aber das war noch nicht alles für die heutige Folge. Und zwar ist aktuell sehr, sehr krass hier, was in der Welt der Fußballschuhe abgeht. Und zwar starten wir erstmal mit einem sehr, sehr coolen Colorway zum New Balance Tequila. Für mich bisher das beste Colorway für diesen Fußballschuh, nur leider nicht in Deutschland erhältlich, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil ich finde es optisch mega, mega cool. Falls da noch eine Möglichkeit gibt, dran zu kommen, wisst ihr natürlich, werde ich für euch da noch ein Video dazu bringen. Dann wirklich sehr, 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 sehr viele Zuschauersendungen, die auch sehr, sehr spannend sind. Wir starten mal direkt mit einem sehr, sehr coolen und special Fund, was sehr, sehr aufmerksam war, und zwar von 22-Manuel07. Er hat nämlich ein Bild geschickt vom FC Bayern. Und zwar gucken wir jetzt hier mal genau an den Fuß des Torhüters. Und er schreibt nämlich auch hier in der Nachricht, das ist der Predator 20.1, aber die Socke ist wie beim Nemesis. Und wir gucken mal wirklich genauer hin. Und man sieht tatsächlich, dass der Predator tatsächlich eine sehr, sehr eigenartige Socke hat. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber wahrscheinlich für den Spieler angepasst. Definitiv sehr, sehr spannend und natürlich auch ein sehr, sehr aufmerksamer Fund, weshalb ich ihn natürlich unbedingt in dieser Folge am Start haben muss. Bin mal gespannt, was sich da noch tut, ob man da noch ein bisschen mehr Bildmaterial bekommt, um wirklich zu sehen, was dahinter steckt. Dann nächster Special Fund, und zwar von Julius. Er hat mir ein Bild geschickt von Mainz 05, und zwar von Mateta. Und wir schauen hier mal auf sein Puma Feature 6.1, und der hat eine ganz, ganz besondere Schnürung am Fußballschuh. Es sieht so aus, als hätte er gar keine Schnürung am Fuß selbst, sondern nur um Mittelfuß drumherum gewickelt. Sieht man sehr, sehr selten. Sehr, sehr verrückter Fund auf jeden Fall und mega cool, dass du da auf jeden Fall drauf geachtet hast. Beim Future habt ihr die Möglichkeit, den Fußballschuh ja anzupassen. Aber tatsächlich, sehr, sehr viele Profis spielen ja auch laceless. Griezmann hat es auch ausprobiert, heute ist die ganze Zeit schon. James Maddison spielt es aktuell auch laceless. Deshalb habe ich auch letzte Woche für euch ein Video gedreht, und zwar habe ich auch nochmal getestet, kann man den Puma Future wirklich laceless spielen? Das wird natürlich die kommenden Tage für euch online kommen, also seid definitiv gespannt. Dann machen wir weiter, was haben wir hier noch Schönes? Und zwar der nächste Fund ist dieses Mal von Maximilian-Berka-5. Und zwar haben wir hier Sadio Mané mit einem sehr, sehr speziellen New Balance Fearon, das wohl der kommende Schuh sein wird. Sehr, sehr krass zu sehen auf jeden Fall. Spannender Schuh. Er sieht nämlich sehr, sehr flach aus. Bin mal gespannt. Wird natürlich auf jeden Fall für euch dazu ein Review bringen, sobald der Fußballschuh dann auch wirklich rauskommt. Könnt ihr natürlich gespannt sein. Apropos Fußballschuh, die rauskommen, passend dazu von Napf-Kos. Und zwar Mbappé kam in der Story bei PSG mit seinem neuen Superfly 8 auf den Platz. Sprich, Superfly auch ein Riesenthema. Wird natürlich dann hoffentlich Anfang kommendes Jahr soweit sein, dass die neue Mercurio-Linie rauskommt. Aber immer mehr Profis, wirklich tagtäglich sieht man da fast neue Profis mit dem Blackout-Schuh zum kommenden Superfly oder Vapor. Sprich, da wird sich auf jeden Fall was tun. Apropos kommende Fußballschuhe, ihr habt sie hoffentlich mitbekommen. Ich muss euch noch den Fußballschuh nochmal zeigen. Und zwar diesen hier, den Puma King. Das ist der allererste Fußballschuh, den ich selbst designt habe, wo wir für Neymar Schuhe gemacht haben. Sieht optisch extrem krass aus. Ich feiere das Design mega. Ich hoffe, ihr habt das Video dazu gesehen. Da haben wir das Ganze erklärt, wie wir das gemacht haben, wie das umgesetzt wurde, wie die Idee dahinter war. Und alle Fakten zum Schuh findet ihr dann noch in dem Video von gestern. Da haben wir sehr, sehr viel Arbeit reingeschickt. Ich hoffe natürlich, dass ihr den Schuh feiert und auch das Video. Deswegen schaut da gerne mal vorbei, falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt. Ich habe den Fußballschuh jetzt hierher geholt, aus einem besonderen Grund. Und zwar, weil wir bei PSG hier nochmal einen wirklich sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Sicht auf den kommenden Fußballschuh von Neymar werfen können. Und zwar sieht man hier am Fuß nochmal den Puma Future, den kommenden Puma Future. Sehr, sehr spannendes Thema. Ihr dürft euch schon mal drauf freuen. Ich habe da eine sehr, sehr kranke Möglichkeit. Das wird Anfang Mitte Dezember der Fall sein.
Videos schon abgedreht. Seid definitiv gespannt, was da auf euch zukommt. Wird sehr, sehr cool. Aber da wird sich auch einiges tun. Sprich im Moment sehr, sehr viel zum Thema neue Fußballschuhe. Hier haben wir passend dazu nämlich nochmal die letzte Einsendung. Und zwar von Jan. Der hat mir eine Story geschickt. Und zwar sieht man hier den kommenden Adidas Copa. Adidas Copa, aber mittlerweile müsste der Adidas Copa Plus wahrscheinlich heißen. Mit einem sehr, sehr kranken futuristischen Obermaterial. Seid definitiv gespannt. Dazu wird es auch ein Review geben. Da habe ich jetzt halt auch schon die Rückmeldung bekommen, dass wir den Fußballschuh für euch vorab testen können. Also seid definitiv gespannt. Auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1 werdet ihr natürlich da Infos bekommen, sobald der Fußballschuh draußen ist. Wir haben hier noch ein paar weitere Einsendungen. Ich würde sagen, die machen wir jetzt noch eine und den Rest nehmen wir in die nächsten Folgen mit. Und zwar haben wir hier von Jakob auch nochmal ziemlich viel haben das geschickt, habe ich auch schon vor ein paar Wochen schon gespeichert. Und zwar nochmal zum Thema Lionel Messi, der mit einer Schuhzunge unterwegs ist beim Nemesis. Da möchte ich aber noch nicht allzu viel verraten, weil dazu diese Woche noch eine Special-Folge gekommen. Seid definitiv gespannt. Deshalb jetzt von Jakob noch die letzte Einsendung. Und zwar James trägt jetzt den Nemesis, ist wohl vom X-Ghosted zum Adidas Nemesis gewechselt. Sehr, sehr spannend. Wohl ein Boot-Switch bei James. Falls da doch wieder was tut, werde ich natürlich nochmal hier die Infos bekommen. Aber sehr, sehr krass zu sehen, auf jeden Fall vom X-Ghosted weg zum Nemesis. Das war's auch schon wieder zur heutigen Folge und zu Mukoko. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ihr wieder informiert und up-to-date seid. An dieser Stelle natürlich noch vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr ja so zahlreich die Einsendungen betreibt, dass ich da immer weiß, okay, was geht aktuell ab, weil ich kann auch nicht immer alles mitbekommen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr in der nächsten Folge am Start sein wollt, einfach bei Instagram mir eine DM schicken und dann seid ihr vielleicht auch schon in der nächsten Folge am Start. Außerdem, diese Woche wird es noch sehr, sehr spannend. Wir haben auch schon 3 Videos vorproduziert und natürlich auch wieder Livestream. Ihr habt das Video gehört, es gibt auch wieder coole Gewinnspiele. Also seid auf jeden Fall im nächsten Livestream am Start. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Macht's gut, haut rein und ciao.